Hallo Leute, Dazu1005 hier mit Let's Play Soma. Ja, wir haben beim letzten Mal, wollten wir eigentlich das Dunband irgendwie startklar machen, um in den Abgrund zu fahren, aber irgendwie hatte das einen eigenen Willen und ja, wir sind jetzt hier in den Raum gekommen, wo ein Prototyp der Eiche steht und Catherine wollte, dass wir das Ding ans Laufen bringen, damit sie noch ein paar Daten da rausbringen kann. Jetzt ist es so, dass irgendwie Speicher beschädigt ist und wir müssen das irgendwie hinbringen. Die einfachste Möglichkeit, wie ich jetzt herausgefunden habe, ist, wenn man erstmal prinzipiell alles abwählt und dann sich halt so durcharbeitet. Also, ich meine, das können wir hier nicht abwählen, das ist halt so. Wir brauchen auf jeden Fall Typ Soma. So. Wir brauchen außerdem, außerdem, was ich festgestellt habe, als was Rotes wird gebraucht, wenn ich mit der Maus jetzt hier drüber fahre, wenn das dann grün erscheint, ist das ein Modul, was dafür verwendet werden kann, für diese Art. Also da gibt es nur ein Modul in dem Fall. Und wir brauchen unbedingt für den Wald, den wir nicht abwählen können, Syscan Wedge Forge. Das wäre dann das hier. So, Typ Soma noch dazu. Das braucht wiederum die Atmosphäre. Da kann man auch jetzt hier so durchgehen. Zack. Und den Interface-Scan. Und wir brauchen Typ Licht und Typ Wasser. Und da kann man jetzt ein bisschen spielen, denn da passen mehrere Module. Das ist eigentlich die Kunst beim Ganzen. Wir können hier einmal für Wasser den Fluss nehmen oder den See. Und für Licht können wir Sonne Mittag oder Mond voll nehmen. Jetzt, wenn wir Sonne Mittag nehmen, brauche ich dünn Licht und dünn Hitze. Und Typ Wasser, den See. Dafür brauche ich Physik Rich, weich. Und dann ist der Speicher schon wieder voll. Also das kann auf jeden Fall nicht passen. Wenn ich die Mod Fluss nehme, brauche ich Physik fließend. Und dann ist das Ding auch schon wieder zu. So, deswegen nehmen wir jetzt mal Mond voll. Das können wir ja für Licht nehmen. Da brauchen wir nämlich nur die Physik fließend. Brauchen für Typ Wasser, meinetwegen jetzt mal den See. Brauche ich Rich, weich und das haut schon wieder nicht hin. Deswegen nehme ich dafür den Fluss, nehme dafür Rich und die Boje und dann haut es hin. Gut. Einmal kompiliert das Ganze. Okay. Ah, hier hätte ich vielleicht sogar jetzt die Scans verwenden können, wenn ich die nicht gelöscht hätte. Also unseren Scan oder so, aber die habe ich ja alle gelöscht. Gut, nehmen wir mal den Dummy-Scan. So. Okay, Interface-Scan, Ressourcenzuteilung 100%, Simulation beginnen. So. Wir sollen das Ganze jetzt, glaube ich... Ich halte es einfach mal an. Wenn der Dummy geladen ist. Natürlich läuft das jetzt hier viel zu schnell durch, so kann ich damit nichts anfangen. Wir gehen einfach mal auf 10% runter und ja. Schauen einfach mal. Ups. Ja, ist gut, ist gut, ist gut, ist gut, ist gut. Bleib ruhig, Catherine. Gut. Geladenes Modul Dummy. Und ja. Wer es schafft, das bei 50% oder so zu schaffen, vielleicht nur aus Zufall, ist okay, aber ja, geht mal mit den Ressourcen einfach runter, passt schon. So, Diagnoseprogramm ausführen. Yes, of course. So precise, so perfect. Nothing like admiring your own work. What? Oh, right. So now we know how to get on the Ark, right? Kind of. What? It's just I don't really know who you are. Maybe there's a way to plug you in, or maybe scan somehow. We need to figure this out before we leave. Mhm, okay. Eiche Alpha V3. Gut, Simulation zurücksetzen. Wir können die auch... We need to catch it while it's being loaded. Ist ja gut, wir haben das ja schon gemacht. Alles klar. Gut, das mit der Eiche ist soweit klar. Catherine weiß jetzt anscheinend, wie die Daten in die Eiche, wie die da verteilt sind oder wie das alles so funktioniert. Und jetzt müssen wir noch rausfinden, wie wir da reinkommen können. Das geht nämlich hier drüber. That's just a compact examiner. Koster uses it to investigate structural integrity in payload frameworks. Of course. Could you fit inside it? My knew what you were made of. It would be a hell of a lot easier to figure out how to get you on the Ark. Give it a try. Schau mal, was mal. Bit of a tight fit. Can you reach the on switch? Jo.
Das haut hin. Should I be worried about radiation? I think we're beyond that. Interesting. You seem to be one with the diving suit you're wearing. Everything's meshed together. How's that gonna work with the suit we're picking up at Omicron? I think they're bigger. You should be able to wear them both. Imogen? Who's that? It looks like the basis for your body is one of my old colleagues. A standard Cortex chip for robots, including the data reader and the Ocutorch, has just been forced through the skull. What? Structure gel has fused the whole construction together. Amazing stuff. No. Hold on. Back up. I'm one of your old colleagues? Well, your body is. Imogen Reed. That's disgusting. Hey, don't say that. She was my... She was nice to me. Anyway, the Cortex chip is good news. That means we can transfer your mind to the Ark with a pilot seat. Kath, I'm half a dead person. Yes, it makes sense. Think about it. All those simplistic minds we've run into? Just reviving a dead person doesn't seem to work that well. A robot body seems to make people a bit unreliable. You are the best of both worlds. A sound mind and a sound body. Naja. Wer es mag, sag ich mal. Are we done here? Can we go to Omicron and get my new suit man? Yeah, we should get going. Ich mag aber nicht. Ja. Na gut, jetzt weiß Catherine anscheinend über alles Bescheid und dann. Now that wouldn't work. This is just a prototype. Good. I prefer to travel light. Let's go. Don't forget to take me with you. Ich hab schon wieder keine Lust. Na gut. Gut, dann geht's jetzt los. Ich schwenke diese Tür und damit starten wir in die Außenwelt und wir können hier dann nicht mehr rein. Nur zur Info. Und da außen wird's lustig. Also los. Na gut. Los geht's. Wir speichern nicht ohne Grund. So. Jo. Jo. Wir haben hier ein Treppenhaus, das im Arsch ist. Wir haben hier einen Data-Buffer. Strohmeier. Brand, where are you? It got out of hand. I'm in Sector RD4. Did you get everyone? Hä? Na, ich hab mich zu weit weg bewegt, so ein Mist. Okay. Strohmeier. Brand. Where are you? It got out of hand. I'm in Sector RD4. Did you get everyone downstairs? Yeah, we're safe for now. But you need to get moving. They're gonna figure out where we are and come for us. Don't worry about it. The stairs are blocked and I killed the elevator. Pull the connector chip from the lock. Why? That means you're stuck as well. Only way to keep you guys safe. Take the shuttle, go to Omicron. God damn it, Juan. You just had to be the hero, you bastard. Good luck, sir. Tell Alice I love her. Okay. Also hat jemand irgendwie das Ganze beschädigt. Hier kommen wir nicht mehr rein. Und hier brauchen wir einen Verbindungschip, um hier was machen zu können. Und den müssen wir leider erst noch finden. There's something not hooked up, right? Mhm. Genau. Tja, wir haben hier viel schönes Zeug. Leider unter anderem auch Monster. Was ich nicht unbedingt mag, aber da können wir nichts machen. So, schauen wir uns einfach mal um. Bleibt uns ja eh nichts anderes übrig. Sarah, how the hell are we gonna make sure the Ark makes it? Every launch is a crapshoot, you know that. I just wish these numbers look better. What do you care? It's just a pack of data, right? Yeah, just a pack of data. Mehr oder weniger. Ja, okay. Viel Gerümpel. Mhm. Nicht wirklich spannend. Überleben. Der stärksten. Okay. Gut, Flashlight wieder aus. Und dann schauen wir weiter. Gut. So. Wir haben hier außen eingestürzte Tunnel. Hier kommen wir nicht rein.
und auch hier hinten, glaube ich, eingestürzte Tunnel. Jo. Und wir haben hier etwas zum Heilen, das ich jetzt noch nicht verwenden möchte. Oder? Schon, ne? Jo. Das verwenden wir jetzt aber noch nicht. Sondern wir gucken jetzt erstmal weiter. Ich mache hier schon mal auf. Und wir jumpen hier mal rein. Hier hat irgendwas anscheinend die Wand durchgebrochen, warum auch immer. Und, ja. Tür scheint hier zu sein. Okay, irgendwelche Berechnungen. Und irgendwelches Gedöns. Bomb. Naja. Das sieht auch sehr interessant aus. Das ist eine Präsentation anscheinend von irgendwas. Wie geht's? Was ist das? Was ist hier los? Ekelhaft. Na gut. Schauen wir weiter. So. Ich habe schon wieder kein gutes Gefühl. Vom Ganzen her. Hier ist zu. Hier haben wir irgendein Labor. Gut. So, okay. Gilverbrauch, anfängliches Wachstum. Treffen uns unten beim Shuttle. Okay. Nom nom. Nom nom. Irgendwelche, schaut aus wie ein Labor, ja. Irgendwelche Experimente, dass die hier durchgeführt haben. Ich habe keine Ahnung. Und hier kommen wir in den anderen Bereich durch diese Tür. Okay. Mach hier mal zu, bitte. Ich habe schon wieder so ein schlechtes Gefühl. Igitt. Nom nom nom. Hier hat sich irgendjemand oder irgendetwas aufgelöst, so wie es aussieht. Das ist nicht unbedingt appetitlich, aber gut. Terry Akers, Chief Factor at Delta, First Assessment. Brought in today, January 16th, 2104. Reportedly found in his diving suit, unconscious, water. Akers has clearly been consuming large amounts of structure gel for weeks, probably. It's difficult to tell how this has affected his health beyond the audience comment, and if it somehow caused him to gouge out his eyes. Small amounts of gel have always been considered perfectly safe to handle, but I can't recall ever hearing about any recommendations on how to treat overexposure. Considering its properties, I doubt it's poisonous. But the more transformative aspects of the ferrofluid makes me think that malign cell mutations are to be expected. I think I will need to consult Dr. Eames at Omicron about this. Okay. Interessant. Na gut. Schauen wir uns weiter um, ne? Machen hier das Labor auch mal zu. Weil ich hier kein gutes Gefühl bei der Sache habe. Okay, hier ist auf jeden Fall eingestürzt. Dann. Ach du Heiliges. Der lebt noch, aber irgendwie auch nur noch so halb. Heilige Scheiße. Okay. Akers. 16. Januar 2104. Terry Akers, 66 Jahre alt, schlecht männlich. Einer der schlimmsten Fälle, die ich bisher gesehen habe. Und das ist wahrscheinlich seine eigene verdammte Schuld. Er hat sich selbst geblendet und seine Eingeweide mit Strukturgel verstopft. Sollte er jemals aus seinem Koma erwachen, würde mich das überraschen. Ließ mich über Harts absurde Geschichten über die Geschehnisse bei Lambda nachdenken. Könnte es tatsächlich sein, dass die WAO irgendwie zu Veränderungen und zum Neuaufbau des Menschli... Okay. Hart, 20. Dezember 2103.
Vanessa Hart, Alter 28, Geschlecht weiblich. Angesichts der Umstände scheint Hart in guter Verfassung zu sein. Der lange Weg hat nur zu Prellungen und Unterkühlungen geführt. Die Bestätigung ihrer Geschichte ist schwierig, da sonst niemand zurückgekehrt ist. Chan, 1. November 2103. Catherine Chan, Alter 37, Geschlecht weiblich. Wie gewöhnlich ist Chan still und stark bemüht, Augenkontakt zu vermeiden. Sie möchte nicht hier sein. Strohmeier aber besteht auf eine weitere Evakuierung. Chan ist nicht störrisch oder unehrlich, aber sie spricht nur, wenn es nicht vermieden werden kann. Sie hat generell Schwierigkeiten, mit anderen zu kommunizieren, besonders mit Ärzten. Catherine Chan hat einen schwachen Charakter. Sie ist daher das perfekte Opfer dafür, von anderen dominiert und herumgeschubst zu werden. Sie ist ein verängstigtes Mäuslein, das ich nicht aufregen möchte. Also schweigen wir uns etwas vor und lassen die Zeit verstreichen. Conrad, 7. Oktober. Alter 41, Geschlecht männlich. Conrad ist tot. Nach dem Arche Neuroscan konnte es sein Gehirn... Er sein Gehirn mit einem VRAM-Maser zu Brei. Eindeutig ein weiterer Kontinuitätsenthusiast, der sich das Leben nahm, um sich seinen Platz auf der Arche zu sichern. Toll. Ja, wie gesagt, der lebt irgendwie nur so halb, aber mit den Leuten kann man nichts mehr wirklich machen. Also, die sind einfach nur noch durch. Hatte ich nicht hier zugemacht? Bin mir gerade unsicher. So. Okay. Ja, sind wir im Prinzip einmal rumgegangen, sozusagen. Schauen wir uns mal hier weiter um. Also hier ist schon mal nix. Und hier hinten ist auch weiter nix. Hier können wir rein. Sicherheitsbüro anscheinend. Nehmen wir mal den Data Buffer. Strohmeier, you there? I hear you, Brandon. What do you got? Akers and his critters are ferocious. They pick up on every move. There's no way past them. Then we'll fight them. We got to get to the shuttle. And end up like Shank and Adams? No way. Listen, I'll create a distraction and pull them to me. Get the gang to the shuttle station. Wait, Brandon, what are you doing? Don't worry, Alice. I'll loop back as soon as you guys are safe. Just load up the shuttle and be ready to go. Are you sure about this? I don't plan to die today, sir. See you at the shuttle. So. Okay, so. Schauen wir doch einfach mal, was wir hier haben. Würde ich behaupten. Irgendwelche Bücher. Halt. Nichts Interessantes. Machen mal zu, die Schippe hier. Okay. So. Checklist. Archeprojekt überleben, Personal am Selbstmord hindern, sie und das Team losschicken, Personal beschützen, den Rest von Armageddon genießen. Toll. Okay. Engers ist nicht allein. Mindestens 3 zusätzliche Kreaturen. Türen. Der Heck. Da kommt was. Ich habe schon wieder keine Lust. Irgendwo ist eines der Typen in der Nähe. Und wie gesagt, die können auch Türen öffnen. Und ich glaube, der kommt gleich mal rein. So wie es mir aktuell aussieht. Ja. Können wir die Tür nicht einfach versiegeln? Ne, ich glaube, der haut wieder ab. Interessant ist interessant. So, mindestens 3 zusätzliche Kreaturen, Türen überprüfen und versiegeln. Die Treppe runter, Shuttle nach Omicron. Treppe ist aber dicht, das haut nicht hin. Okay, hier können wir auf jeden Fall wieder ein Modul reinstecken. Und Türverriegelung können wir außer Kraft setzen. Aber irgendwie nicht so wirklich. Ach, ich könnte hier die Türen manuell auch zumachen. Das ist ja cool. Okay. Verbleibende Ressourcen 0%. Ach so, ich muss jetzt irgendwas zumachen, damit ich dann zum Beispiel hier reinkomme. Verstehe schon. Okay, wo waren wir denn schon überall?
Konferenzraum. Da waren wir ja, glaube ich, schon, ne? Untersuchungsraum waren wir auch schon. Okay. Okay, also im Konferenzraum war ich auf jeden Fall. Deswegen, ja, lassen wir das einfach mal so, würde ich sagen. Und gucken weiter. Schlüsselkontrolle, genau, dafür brauchen wir den Chip. Und die Sicherheitsmeldungen, ja, Alarm, beschädigt, Shuttle Station, Maschinenhangar. Eine riesige Strukturgeleck hat dazu geführt, dass die WOW die Kontrolle über das Sunband übernommen hat. Er zwang die Quarantäne zur Vermeidung einer Stationsverschlimmerung. Noch eine entsprechende Maschine ist das Letzte, was wir brauchen. Verstehe. Na gut. Arztbüro waren wir, glaube ich, auch schon drin, oder? Okay. Geschosshülse. Na gut. Dann würde ich allerdings sagen, bevor wir weitergehen und gucken, auf welche netten Tierchen wir noch treffen, würde ich sagen, wir machen für heute hier in Sicherheit mehr oder weniger einen Break. Ich bin der Arzt Hansen 05, oder beziehungsweise, Moment, wir gucken noch hier rein, ob wir noch hier noch irgendwas Interessantes drin haben. Nee, leider nicht. Bin ich der Arzt Hansen 05 und wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, schaut beim nächsten Mal wieder rein, dann werden wir es erleben. In diesem Sinne, bis dann und ciao, ciao.